So, sind wir auch schon direkt bei der nächsten Map. So. Project Brutality. So. Die Map kann man extrem schnell durchspielen, wenn man weiß, wo das Ende ist. Ja, ich weiß das natürlich. Bin ich oder? Oh, der geht eigentlich. So, ansonsten diese Map ist extrem verwinkelt. Achso, Easter. Ah, gut. Erkennt man noch nicht. Die Silhouette dieser Map ergibt eine Hand. Wie auf diese Idee kam, ich weiß es nicht. Das Problem ist, dieses Index-Muster hier ist extrem verwinkelt. Das heißt also, egal wo man sich hinbewegt, man scheucht damit fast immer Monster auf. Gerade hier in dem, wie gesagt, in dem inneren Bereich. Deswegen immer schön gucken, wo man lang läuft und genau hinhören, worauf man macht. Well. Vor allem mal diese Souls, weil sie grün, die einem ja auch noch Schaden zufügen. Wow. Also, Schaden zufügen tun ja natürlich alle, klar, aber ich meine, wenn man die umbringt und die dabei zu nah bei einem sind, die verschwinden nicht einfach, sondern die haben auch so kleine Sprengradius. Naja, lass mich schon nach in Ruhe. So. Ach ja, ich darf nicht vergessen, dass wir auch noch diese Sentry-Gun haben. Die können in einigen Teilen ja flüssig werden. Hier zum Beispiel. So, damit haben wir jetzt schon den Innenraum abgearbeitet. Oha. Ja gut. Das war's natürlich wieder. Ach, leckt mich doch. Oh Mann, ey, jetzt leckt mich doch hart. Oh, ernsthaft jetzt?
Alter, ich kriege gleich eine Krise. Ach komm. Danke. Das ist doch ein Witz hier. So. Komm. Komm, da. Hallo? Ach, ich habe gar nicht gespeichert. Sehr schön. Ach, wie ich schon meinte, das Level kann schnell vorbei sein, aber wenn man Ronny heißt, dann dauert 3 Jahre. Ach, leck mich doch. Och Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist witzig, zum Totlachen. Hallo, du nach? Dankeschön, genau das wollte ich. Alter Sch... Und ja, ich lock jetzt gerade alle absichtlich raus, weil bei der Map gibt es echt nur eine einzige Möglichkeit, und zwar Konfrontale. Alles andere... Oh, Alter. Warum stöckelt denn der Rechner so? Was ist denn hier los? Wo sind wir denn jetzt?
So, ich glaube mal, die erste große Hürde habe ich überstanden. Warum ist das Ding schon offen? Aha. Hä, ist er noch gar nicht offen? Achso, falsche Tür. So. Was ist denn hier? Achso, ein Brennerbaum. Hab ich so auch noch nicht gesehen. Nice. So. Langsam kann man es erkennen, dass es hier in der Hand wird. So. Danke. So, jetzt könnte man eigentlich schon hier rein, hier und das Level beenden. Das heißt also, man müsste eigentlich von Anfang der Map jetzt warum man das nicht der Anfang ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Alter, ich bin zu blöd zum Anfang zu rennen. Was ist denn hier los heute? Da. So. Von hier an müsste man sich eigentlich immer nur rechts halten. Quatsch, links natürlich. Alter, Klappe hier. Oh, Alter, ich versuche hier zu denken. Da kommt er mich zuallererst hier ran, kriegt diese blaue Dings da runter. Na komm, lad doch nach. Alter, leck mich. Ich krieg hier jetzt diesen blauen Totenschädel und kann dann direkt hier ins Ziel rein. Man hat halt nur hier die Gegner, da die Gegner und hier halt ein paar Gegner. Deswegen, also ist sehr konfrontationskurstechnisch, aber gerade für Speedrunner, die nutzen das halt sehr gerne. So. Jetzt kommt die nächste Hürde mit diesen ganzen explodierenden Dinger, die mir schön erstmal mein ganzes Leben aussaugen. Oh, Alter, noch leck mich doch. Ah, das macht so überhaupt keinen Sinn mehr. So, ihr müsst da aufpassen, wenn ihr euch nach da bewegt, geht das Ding da auf. Deswegen am besten, wenn ihr habt, das Ding da hinstellen. Oder? So, und Achtung, hier habt ihr einen Pfeil, der zeigt auf das Ding, also ist man ja auch hier, der zeigt auf das Ding. Hiermit macht ihr das Ding praktisch auf und wenn ihr das Ding aufmacht, dann öffnet sich dieser Wand auch und das ist halt als Falle gedacht, weil dahinter sind ganz viele Gegner. Allerdings mache ich jetzt den trotzdem gerne auf. Weil da sind auch Raketen. Heißt also, es ist nicht nur eine Falle, sondern auch ein kleines, ja, halt. Munition. Hat also nicht nur Nachteile.
So, jetzt kommt die Scheiße, was war das hier mit diesen ganzen Kackdingern, die ihre fucking Schwestern haben. Die kotzen mich jetzt schon an. Hä? Die sind von alle weg. Ich habe schon alles. So, damit haben wir jetzt die gesamte mit ausgekostet und können jetzt ganz zufrieden hier rein. Wählen wir mal noch eine ordentliche Waffe aus, die hier. Und jetzt ab ins Ziel. Bam. Quick Save, ja. Die Map, die jetzt kommt, ist eigentlich eine relativ schöne. Von daher, bis gleich, bis bald, je nachdem, wie ihr die Folgen guckt.